Hi Leute, es ist wieder mal Mittwoch, Zeit für ein neues Video. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr in Lightroom eigene Presets erstellen könnt. So, nachdem wir Lightroom gestartet haben, müssen wir zuerst mal hier drüben auf den Entwickeln-Modus wechseln. So, und wählen dann irgendein Bild aus, zum Beispiel dieses hier. Dann haben wir hier drüben, die Vorgaben, die bereits abgespeichert sind oder mitgeliefert sind. Wenn wir jetzt hier eine eigene Vorgabe erstellen wollen, können wir auch irgendwie hier eine solche Vorlage nutzen. Ja, dann nehme ich jetzt mal zum Beispiel dieses hier. Dann wechsle ich hier drüben in das Entwicklungsmodul und schaue mir mal hier die Sache an, was ich verändern möchte. Ja, ich könnte zum Beispiel ein bisschen mehr Helligkeit geben. So, Kontrast ein bisschen verändern. Dann vielleicht hier bei der Farbe das Ganze ein bisschen andere Farb ziehen und hier zum Beispiel noch ein bisschen die Vignette ändern, so ein bisschen mehr abdunkeln. Da kann ich dann einfach einstellen, wenn ich dann finde, jetzt gefällt es mir, dann gehe ich hier drüben auf Vorlage speichern, wähle aus, was alles abgespeichert muss werden. Und dazu nehme ich zum Beispiel hier alle Sachen, was ich da reingepackt habe, wähle ich alles mal an, damit auch wirklich alles reinkommt, und nenne die Vorlage Weihnachtspreset zum Beispiel. Und dann wähle ich hier noch den Ordner aus, kann ich jetzt zum Beispiel den Benutzerordner wählen und klicke auf Erstellen. Wenn wir hier diese alle schließen, sehen wir dann hier unten bei den Benutzervorgaben, hier ist dann mein Preset, Weihnachtspreset. Wenn ich das jetzt auf ein anderes Bild, zum Beispiel das hier, anwende, dann seht ihr, schwupp, habe ich ein neues Preset erstellt. Das Preset kann ich auch mit einem Rechtsklick auf Exportieren klicken. Dann wählt es hier aus, wohin es exportiert werden soll. Das kann ich zum Beispiel dann mal hier auf die Lassie und wähle Exportieren. Am anderen Ort, auf einer anderen Maschine, kann ich dann das Ganze wieder mit einem Rechtsklick hier auf den Benutzerordner importieren. Suche mir dann hier dieses Lightroom Weihnachtspreset-Template aus, klicke es an und klicke auf Importieren, und dann wird mir das Ganze wieder auf einem weiteren Rechner importiert. Ja Leute, das war's schon wieder. Nicht vergessen, hier oben meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst, und wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss!